Ich hab Haare im Mund. Ho, 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 meine Freunde, und willkommen zu diesem heutigen Weihnachtsspecial. Ich habe heute für euch ein ganz besonderes Paket, und zwar ein Display Pokémon Breakthrough und diese Haare im Mund. Leute, das ist nicht schön. Und ja, fröhliche Weihnachten wünsche ich uns erstmal, Leute. Der Weihnachtsmann sieht doch irgendwie ganz anders aus, das muss man dazu sagen. Meine Freunde, wir werden heute das hier öffnen, und zwar ein ganzes Display von Pokémon Breakthrough. Ich habe mir da keine Kosten und Mühen ich habe Haare im Pund. Und deswegen werden wir starten, meine Freunde, in 3, 2, 1. Shazam, meine Freunde, da haben wir das Display Breakthrough. Wir werden es natürlich gleich öffnen. Das wunderbare Display. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, falls ihr irgendwelche Booster bekommen habt oder sowas. Und falls ihr Packlack hattet, weil es an Weihnachten lag, dann schaut es mir in die Kommentare rein, Leute. Und ich würde sagen, wir starten erstmal durch mit 8. Und dann je nachdem, wie unsere Puls sind, werden wir natürlich noch welche aufmachen. Wir haben jetzt hier 5, 6, 7, 8 Booster. Ah, ne, ich will noch ein Mewtwo. Ich will noch ein Mewtwo X dabei haben. Ne, ein Break will ich noch dabei haben. Ein Zorak Break tauschen wir aus gegen einen Hundemon. Und dann haben wir es, meine Freunde. Diese Booster werden wir heute alle aufmachen. Als Weihnachtsspecial natürlich mit Bart. Wenn er Unglück bringen sollte, werden wir natürlich ausziehen. Aber, meine Freunde, erstmal werden wir mit Bart öffnen. Von daher tun wir uns das an. Auf jeden Fall, meine Friends. Wir haben die Booster hier alle im Hintergrund. Wir starten mit Zorak Break. Und, oh, ich habe Haare im Mund. Das ist nicht schön, Leute. Macht sowas nicht nach. Ho, ho, ho. Das kann nur der gute alte Zero. Sonst darf das echt keiner machen, Leute. Das ist ehrlich nicht schön. Den Online-Code könnt ihr euch gerne zu Weihnachten jetzt hier euch mitnehmen, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann könnt ihr es auch lassen. So, hoffentlich sieht man nichts hier von der Karte jeweilig. So, wir fangen an mit einem Spayblada. Ich weiß nicht, warum die Karten englisch sind. Ich habe mir die ja bestellt. Und ja, sie sind englisch geworden. Keine Ahnung warum. Aber ist ja auch egal. Wir wissen ja, was ein Starmie ist. Wir wissen, was ein Plinfall ist. Wir wissen, was ein Dududu ist. Ein Dudu. Wir wissen, was ein Remoraid ist. Ein Snubbull, eine wunderbare Fee. Ein Magnetilo chillt am Weihnachtsbaum. Ein Staralili fliegt nach Hause zum Weihnachtsbaum. Und natürlich zur klassischen Winterzeit haben wir hier ein Vanilluxe. Oder, ja, ist das Ding nonce? Ich weiß es gar nicht. Es ist so lange her, Leute. Der Weihnachtsmann, der spielt kein Pokémon. Der hat keine Ahnung davon. Erstes Pack, leider Pech. Ob es an dem Bart liegt, werden wir sehen, meine Freunde. Aber wie gesagt, wieder Eis. Es gibt wieder Eis, Leute. Es gibt wieder Eis, ey. Ich bin so gehypt einfach auf diese verdammte Box. Das ist meine allererste Display-Box, die ich jemals öffne von Pokémon. Von daher bin ich da schon so ein bisschen gehypt. Wir haben ja Rotena. Eine super Angel. Klasse, natürlich Angeln hier, ja, in der Antarktis, da angelt man natürlich auch gerne. Und ja, wir haben ein Granbull, ein Vanillech, ein Sodamak, ein Trasla, ein Zorua, ein Mauzi, ein Neubel und ein Mewtwo! EX! Puh, ist das geil! Mewtwo EX! Wow, das sieht heftig aus. Das sieht fantastisch aus. Mit dem Smash in dein Gesicht, ey. Und BAM! Ultra geil. Heftige Karte. Gefällt mir. Ich wollte ein Mewtwo haben. Da habe ich mein Mewtwo. Ich will alle Mewtwos der Welt haben, Leute. Das ist mein Ziel. Mehr will ich gar nicht. Und ja, gleich eine EX. So wollen wir doch losgehen. Wir haben noch ein weiteres Breakthrough natürlich zum Öffnen. Das ist natürlich geil, ey. Schönes Weihnachtsspecial hier, ey. Aber nach dem Weihnachtsspecial bin ich wahrscheinlich irgendwie krank und habe eine, ja, Weihnachtsmann-Haarallergie oder sowas. Weil, Leute, das ist ehrlich nicht schön, sowas hier. So, wir haben hier ein Floatstone, ein Hundemond Geistesbund, ein Floetti die Fette, ein Staralili, ein... Oh, Haare im Mund. Ein Quiekel, ein Iskala ist, glaube ich, ein Pampam, ein Grillmack und ein Rolls Reverse. Und da, oh mein Gott, winterlich geht's weiter mit meinem Rentier. Fast. Mit einem Mammut namens Marmurtel. Mega cool, das Holo sieht man richtig krass. Seht ihr das?
Das ist wie so ein Regenbogen, den das Ding so trifft. So, Solarstrahl! Auch mega chillig. Gefällt mir. Zwei Holos schon, beziehungsweise eine Holo, eine EX. Besser kann es doch gar nicht laufen, oder? Wir nehmen das nächste Hundemon. Und ihr könnt aber, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare hauen, was ihr bekommen habt zu Weihnachten. Das würde mich interessieren. Ich kann euch schon erzählen, was ich bekomme zu Weihnachten. Und zwar bekomme ich eine neue Softbox. Nachher. Jetzt noch nicht. Der Weihnachtsmann hat leider noch kein Weihnachten. Ich muss das ja alles vorher aufnehmen. Weil ich habe sehr viele Termine, Leute. Der gute Zero ist überall unterwegs bei seinen ganzen Verwandten. Und natürlich bei seiner Freundin, bei seinen Eltern. Wie es nicht alles gehört zu Weihnachten. Wo man halt überall ist, ne? Ich denke mal, ihr seid auch überall bei euren Verwandten und Eltern. Deswegen könnt ihr es verstehen, dass ich das hier vorher aufnehmen muss. Eine Offensivweste, ein Eis wieder. Geil. Bronson, ein Mehikel, ein Sterndu, ein Paras. Ein Dodo mit dem anderen Artwork, was auf das andere Dodo wartet, was normalerweise die Post ausliefert. Ein Reverse-Ticket. Oh, hab ich mir fast mein Haar verschluckt. Oh, hab ich mir fast mein Haar verschluckt. Ne Mewtwo EX Full Art. Leute, was ist hier los? Da hol ich einmal richtig hell Luft und erstickt daran fast, ey. Hammer nice, ey. Guckt euch diese Karte an. Boah, mein Gott, ey, ist die geil. Heftig nice. Das freut mich des Todes, diese Karte hier zu ziehen, ey. Leute, eine weitere Mewtwo. Meine allererste Full Art, die ich je gezogen habe. Und sie fühlt sich mega geil an, weil die Oberfläche so gewölbt hier ist, ey. Ach, du heilige Scheiße. Ist das ein geiles Gefühl, ey. Holy shit. Bam, packen wir ganz schnell hier in die Seite, beziehungsweise hier in die Mitte. Mewtwo EX. Full Art. Kann es noch besser gehen, Leute? Wird das Zero noch bei der Aufnahme sterben, weil sein Bart zu gefährlich ist? Ich werde diesen Bart auch nur diesen Part tragen, Leute. Der ist exklusiv. Außer ihr wünscht euch, dass ich mal Packs mit so einem Bart öffne. Das wäre es ja. Ah, das Packlack heute ist ja extrem, ne? Zwei EXs, davon eine Full Art und noch eine Foil in einem Part. Das ist krass. Von vier. Das sollten vier Parts werden, aber... Normalerweise drei, aber es wären vier, weil wir haben jetzt ja schon ultra Glück hier bei dem jetzigen Pack. Das ist ja schon nicht mehr normal hier. Wir da auch mein Killia was abdanced. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr Weihnachten feiert, Leute. Feiert ihr es wie Killia, danced ihr ab? Oder trefft euch mit eurer Familie, geht ihr essen ganz normal? Oder setzt ihr zu Hause, isst da in Ruhe, packt eure Geschenke aus, sitzt am Tannenbaum, singt ein paar Lieder wie Seeking, Paras, Quiekel, Sandan, Mauzi, Pampam. Dieses Drachenbogen, wie ist es? Vorwege von Maxax. Und natürlich ein Schneebedex. Weiter mit Rexblizer. Auch wieder ein winterliches Pokémon. Also das Set passt auf jeden Fall. Also Brexus ist eins mein absolut Lieblingsset. Einfach nur, weil es J Mewtwo's gibt. Mewtwo's, Leute. Gottverdammt, Mewtwo ist so ein geiles Pokémon. Ich liebe es einfach. Und es gibt Pikachu da drin. Pikachu ist auch ultimativ süß. Und ich bin am überlegen, ob ich mir noch das Profilbild mache. Ihr könnt mir mal Kommentare reinhauen hier rein in das Video. Was ist ungefähr, wer denn kann oder soll? Weil ich habe gar keine Ahnung, Leute. So, wir haben hier ein Diden. Ein Reserve-Ticket. Ein Killia, was sieht ab, Dance zu Weihnachten. Ein Pikachu. Ein Neubat. Ein Cubone. Und dieses Artwork, Leute. Das ist so traurig. Guckt euch das mal an. Fragoso weint. Weil seine Mutter halt gestorben ist, weint das halt öfters. Es hat den... Bäh. Es tut mir leid, aber es... Es ist nicht schön. Es hat den Kopf seiner Mutter auf den Kopf, also den Skelettkopf. Und sieht dann eine Mutter und ihr Kind spielen im Freizeitpark. Im Freizeitpark soll man Spaß haben und er hat keinen Spaß. Und die beiden haben Spaß und er weint einfach und hat keine Mutter. Es ist einfach so traurig. Ein Sandan, ein Flabébé, ein Schrecksblizzard Reverse und ein Plautergei. Mega nice. Aber die Ausbeute von heute, Leute, die ist... Von heute, Leute, ist echt krass. So, letztes Pack, Leute. Letzte weihnachtliche Pack heute. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Aber der Part war gerade... Boah, der ist doch insane, ey. Da kann man nichts zu sagen. Krass. Und die ganzen Online-Codes habe ich mir gedacht. Da mache ich ein Online-Öffnungsvideo. Dann kann ich euch noch mehr Videos bringen zu TCG-Openings halt, weil ich sammle die Karten nicht. Mir ist egal, ob ich sie öffne, ob ich sie so öffne oder halt mit euch. Hier haben wir eine Soulvest, ein Vanillish, ein Relaxo. Ich komme ein bisschen näher hier zu euch. Mit einem Chespin, was er wohl auffressen will. Ein Teddy Ursa. Ein Scatterbug, Leute. Machen wir es mal richtig spannend hier zum Finale. Ein Scatterbug. Ein Trassler. Ein Brokkoli-Kopfaffe. A.k.a. Vigishita.
Ein Hippototas. Eine Zoroark-Blade! Nein! Nein! I'm done. Ich... Nein, 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 nein! Der Bart, Leute! Der Bart! Der Bart ist es! Holy shit! Holy shit, guys! Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein, Leute. Soll ich bei jedem Opening sowas tragen, um sowas zu ziehen? Eine Zoroark-Break-Karte. Ach du heiliger Gott von Jesus. Was ist verkehrt mit den Leuten? Was ist verkehrt mit den Leuten? Warum geben die mir so ein Starter-Set hier? Diese Karte ist echt... was wert, haben sogar mehrere Leute mir irgendwann gesagt. Und Leute, wir kommen jetzt zum weihnachtlichen Recap. So Leute, damit wir noch alle unsere Pulls bewundern können, hier das wunderbare Mewtwo EX, dann das Marmurzel-Holo mit dem Solarstrahl an der Seite oder was auch immer sein soll, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sieht es ultra cool aus. Dann die Mewtwo Full Art. Heilige Scheiße, ist das eine geile Karte. Und zum Schluss natürlich vom letzten Pack eine Zoroark-Break-Karte, Leute. Was ein Weihnachtsgeschenk. Danke, Alter. Danke. Das Impuls, wie ich sie mir wünsche, einfach. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's aber von meinem heutigen Weihnachtsvideo. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann würde ich mich gerne über einen Daumen hoch freuen, über die Ball-Action hier, über die Display-Action. Deswegen, das würde mich echt freuen, wenn wir hier heute ein paar Likes knacken würden. Bei dem letzten Video vom TCG habe ich ja gefragt, hey, ich schaffe 500 Likes für dieses Weihnachtsvideo, was ich jetzt mache hier gerade. Ihr habt es locker geschafft. Ich glaube, Leute, dass ihr dieses Video locker übertrumpfen könnt. Dieses 500 Likes Video werdet ihr locker übertrumpfen mit dem hier. Oder 100%ig bei diesem Broken Puls, die wir schon wieder hatten. Und ein Broken Bart des Todes. schaffen wir das. Okay, Leute, ich würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Haut rein. Verbringt die Zeit mit der Familie. Und der Zero of Time sagt... Over and out.